Du filmst mich. Aber du hast einen YouTube-Channel, Bro. Ich hab einen YouTube-Channel. Ja. Und Akku. Genau, Akku ist fürs Handy. Ja, in diesem Video könnt ihr Aufnahmen bewundern, in denen ich einen Ego-Tod erlebe. Falls ihr nicht genau wisst, was ein Ego-Tod ist, schaut mein letztes Video, denn da versuche ich, diese unbeschreibliche Erfahrung zu erklären. Natürlich ist nicht jede Ego-Tod-Erfahrung komplett gleich. Für manche ist die Erfahrung durchweg positiv. Bei dem Trip ging die Erfahrung mit sehr vielen negativen Gefühlen einher. So wie ich das in Erinnerung habe, hatte ich sogar mehrere Ego-Tode. Es gab immer Momente, wo ich immer angefangen habe zu verstehen, was ich hier für eine Existenz als Mensch habe, und dann wuff, war ich wieder weg und bin wieder in dem Zustand Bewusstsein ohne Ego-Konzepte abgerutscht. Raus, rein. Ich kann mich an Gedanken erinnern wie: Ich bin gerade Bewusstsein, aber eigentlich habe ich doch einen Körper. Ich will wieder in den Körper zurückkehren, falls der ohne mich irgendwelchen Unsinn anrichtet. Das sind aber logischerweise Gedanken nach oder vor dem Ego-Tod, weil man ja während dem Ego-Tod ja keine Gedanken hat. So können aber die ersten Gedanken aussehen, wenn das Bewusstsein das Ego wieder wahrnimmt. Die im Grunde wichtigste Sache, die ihr aus dem Video mitnehmen könnt, ist gar nicht zu erfahren, wie ich mich bei so einer Erfahrung verhalte, sondern wie sich mein Tripsitter verhält. Obwohl er kaum Erfahrung mit sowas hat, hat er einfach genau die perfekten Dinge gesagt, die mich beruhigt haben. Also, wenn ihr mal seht, dass jemand Drogen genommen hat und dann so einen Blick drauf hat, verhaltet euch so wie der Typ hinter der Kamera. Jetzt gibt es die Aufnahmen und danach noch eine geile Ankündigung. Du verstehst gerade gar nicht, was passiert, oder? Doch, ich verstehe. Ein bisschen? Du hast dich kurz aufgelöst. Das ist das, was die Droge LSD macht. Die löst dich auf in Nichtsein. Nichts macht einen Sinn. Es gibt keine Zeit, es gibt keinen Raum, es gibt keinen Oben, es gibt kein Unten, es gibt kein Simon, es gibt kein es gibt nichts einfach nur. Mhm. Aber das Nichts ist nicht schlecht. Das Nichts ist schön. Und schön ist ein schönes Gefühl, was du hier in der Brust hast. Mhm. Ist ein gutes Gefühl. Freude und Liebe und Zuneigung. Ja, das verstehst du gerade nicht, aber also du kannst dich so erinnern, so, okay, das stimmt, das gibt's. Aber du fühlst es gerade nicht. Noch nicht. Aber das ist wegen der Droge LSD. Wenn du nicht mehr auf der Droge LSD bist, dann fühlst du wieder. Dann fühlst du wieder Glück und Freude und alles. So, ich war vorhin auch, ich habe es vorhin auch nicht verstanden. Aber ich verstehe alles wieder. Und so wird es bei dir auch sein. Du verstehst gerade nichts. Aber du wirst alles wieder verstehen. Es ist völlig in Ordnung, dass du gerade nichts verstehst. Es ist völlig in Ordnung, dass du gerade nichts verstehst. Es ist in Ordnung, dass du nichts verstehst, Simon. Und du bist Simon übrigens. Ich bin Simon, du bist der. Ja. Oh, ich filme das ja immer noch. Hab ich vergessen. Filmen. Filmen ist. Ja, ich bin ja selber auch noch am Trippen. Filmen ist. Egal. Funktioniert. Warte, Filmen. Nein, das ist zu schnell jetzt. Du kannst es nicht checken. Es macht keinen Sinn alles. Es macht nichts, macht keinen Sinn. Ist egal. Zeit vergeht und es ist schön. Wir Menschen. Du bist ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Wir sind hier auf dieser Erde, um miteinander zu arbeiten, um uns guten Kunst. 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 Es gibt Kunst und es ja, gibt. Ja, Ausdruck. Ausdruck. Und es gibt Humor. Humor, genau. Und Humor ist, wenn andere Leute was. Wenn man sich gegenseitig beleidigt. Sich gegenseitig beleidigt, aber das zum Beispiel. Ist egal. Aber das ist egal, genau. Weil man Freunde sind. Weil wir wissen, dass es nicht schlimm ist. Ja. Wenn ich zu dir sage, du bist blöd, dann meine ich das ja nicht so. Ja. Sondern es ist ein Witz, das ist Humor. Du hast kurz vergessen, wer du bist. Aber dieser Zustand der Kontrolllosigkeit, der geht weg. Du wirst wieder verstehen, wer du bist, und du wirst wieder zurück sein. Kontrolle wieder bekommen. Ja. Und jetzt gerade lass sie einfach los, dass du keine hast. Was ist los, dass du keine Kontrolle hast? Du filmst mich.
Weil du hast einen YouTube-Channel, Bro. Ich habe einen YouTube-Channel. Ja. Und Akku. Genau, Akku ist fürs Handy. Das haben wir mitgenommen. Akku ist fürs Handy und Handy haben wir mitgenommen. Ja, ja, genau. Ein gutes Gefühl, was wir hier gerade haben. Mhm. Du kannst die Emotionen spüren. Spürst du sie oder nicht? Doch, ja. Glück. Glück. Ja. Glück. Wir sind beide glücklich gerade. Ja, na klar. Ja. Ich habe vorhin eine Stunde lang gar nichts mehr gecheckt. Liebe. Meine Familie, Liebe. Liebe gibt's. Es gibt Liebe. Ja, jetzt muss ich selber aufhören, weil ich check selber schon gar nichts mehr. Alles ist gut. Alles ist gut. Ja, alles ist schön auch. Alles ist schön, ja. Das hab ich auch vergessen. Ja. Das hab ich auch vergessen. Ich hab's vergessen, dass alles schön ist. Yo, Digga, wie konnte ich das vergessen, dass alles schön ist? Ja. Jetzt kommt noch eine geile Ankündigung. Natürlich gibt es noch deutlich mehr Tripaufnahmen von diesem Abend und ich habe eine sehr geile neue Variante, wie ich euch diese präsentieren will. Und zwar werde ich nächsten Mittwoch, den 27.11. um ca. 16.20 Uhr, euch in einem Livestream die kompletten Tripaufnahmen zeigen und sie live kommentieren. Die Betonung liegt hier wirklich auf die kompletten Aufnahmen. Bei bisherigen Tripaufnahmen habe ich ja meist nur die Szenen ins Video reingeschnitten, in denen ich was Unterhaltsames sage. Dabei entsteht oft der Eindruck, dass man auf so einem Trip durchgehend unterhaltsame Dinge redet, obwohl man viel uninteressante Dinge sagt und es sehr viele Schweigemomente gibt. Spätestens nach einem Ego-Tod muss man kurz einen andenklichen Schweigemoment einlegen, um diesen Tod zu gedenken. Weil das Ganze live ist, werde ich direkt auf eure Live-Chat-Fragen zum Trip eingehen können. Ich hatte bei den letzten Livestreams so viel Spaß, dass ich das zu einem zentralen Teil meines Geschäftsmodells machen will. Und damit ich eben nicht nur wie Unge und alle anderen auf andere Videos reagiere, lautet bei mir eben das passende Format auf eigene Trips reagieren. Ich bedanke mich hierbei schon mal bei allen Kanalmitgliedern und Spendern vom letzten Stream und bei allen, die es beim nächsten Stream werden und somit das ganze Projekt hier finanzieren. 27.11. 16.20 Uhr.